Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas abwascht die Spüle verstopft. Schwarz gezähter, Gedenke der Väter, sie hausen im Amt umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit brach er ich ins Leid. Macht euren Mist allein, ich muss weg. Was euer Mist dann mal weg? Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Ja, guten Tag zu einer neuen Aufnahme zu Deponia. Das Spiel habe ich mal vor einiger Zeit gespielt, ist schon länger her. Trotzdem liebe ich es so abgöttisch. Ich habe so Spaß, Rufus hier in seinem eigenen Zimmer hin und her laufen zu lassen. Man hat ja nicht keine anderen Hobbys. Ah, schön. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Tja. Tja, RTL halt, ne? Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Ah, da ist ja meine Liste. Das wusste ich mal nicht. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ja gut. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Schlaf ist aber Manu, toll. Da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Oh, der Joke. Oh. Wie ist die da bloß hingekommen? Ja, Rufus, also bei deiner Ordnung würde ich mir... Ist das keine Frage, warum? Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Liebevoller Vater. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Das könnte nützlich werden. Genau, Rufus. Gerade du solltest ein Schweißgerät mitnehmen. Tolle Idee. Richtig tolle Idee. Ja gut, gehen wir mal runter. Das ist Tonis Zimmer. Die Höhle des Löwen. Oder besser, die Natterngrube. Ja, gehen wir mal in die Höhle des Löwen, ne? Ja! Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Ja, weil du selber so bist. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen.
Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Nein, da war ein Zettel. Mach mal zu. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Da! Das könnte nützlich werden. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Boah, was für eine Plörre. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Hörste, die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Waschmittel. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Und deshalb hast du es eingepackt. Genau, Rufus, genau. Sie verspottet mich. Na, warte. Dunkle Ecke. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ja, genau. Wer hat nichts Besseres zu tun, an einem Tag seine Zähnbürste einzufangen, bevor man sich mit ihr die Zähne putzt? Nervige Mimo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Vorrat. Und ist doch gut. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch... Toni hat darin... Mistige Nemo. Nemo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ausprobieren? Zicklige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Noch eine Socke. Wie ist die da bloß hingekommen? Ist noch da was? Nee, nicht wirklich. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni arbeitet den ganzen Tag und ich muss hungern. Der Junge macht mich jetzt schon fertig. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den... Toni hat darin... Boah, was für eine Plörre. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Dann versuchen wir doch mal, das Altöl wegzubekommen. Und weg damit. Ich will hier nur mal anmerken. In der Dose war Altöl. Und jetzt soll... Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Da war Altöl drin. Egal. Wer sich mit Altöl die Haare stylt, kann sie auch essen.
Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ja, das ist schon passiert. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Vielleicht mit einer Gabel? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ach, wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Hey, warum nicht? Damit kommst du in die Ritze und da ist ein Stiel dran, dann hast du genug Hebel. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Versuchen wir erstmal die Zahnbürste anzufangen. Frage ist nur wie. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni arbeitet den ganzen Tag und ich muss hungern. Fakt ist, ich habe das leider tatsächlich vergessen, wie das ging. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Hier ist ein Topf. Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Alter, deine Zahnbürste ist da. Ich hab eine Idee. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Ich sehe gar nicht ein, Toni hat... Hallo, warum funktioniert das nicht? Gibt es denn in diesem Haus gar nicht typisch? Egal. Liebe Kinder, Wasser ist immer sehr, sehr nützlich. Ich glaube, der Topf gehört auf die Herdplatte. Ich habe das mal bei Toni gesehen. Sicher? Ich koche auch immer im Backofen. Und rein damit. Und wir wissen alle, wozu das hier gebraucht wird. Komm, wir machen jetzt Sicherheitsmaßnahmen. Machen wir es mal hier zu. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingensmittel. Ich kann es ehrlich, ich will nicht wissen, wie Rufus eigentlich riecht. Um ehrlich zu sein, würde ich das mal gerne ausprobieren. Wie das dann so ist. Mit Wasser und dann Seife und dann auf dem Herd. Also ich glaube, meine Mutter kriegt dann eine Krise. Ach scheiße. Nein. Ich habe den Dialog übersprungen. I'm sorry. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Wirklich, Rufus! Heißes Wasser, Salz. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Komm, wir sind eklig. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Ich sag doch zu nichts. Aber wenigstens haben wir eine Socke. Warte mal, dürften wir... Also wir haben jetzt fast alles, außer die,
Also eigentlich haben wir jetzt alles, außer die Zahnbürste. Komm her, du lausiges Mistvieh. Ich warte, bis er mal oben ist. Vielleicht anlocken? Das wäre ein super Köder, aber ohne Falle total verschwendet. Hm. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. Das könnte nützlich werden. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant Was? Umgehen. Die Reise wird lang. Ich hab linke Maustaste gedrückt, ich schwöre. Das könnte nützlich werden. Was? Das könnte nützlich werden. Jetzt geht's. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Dass er sich durchschnorren kann, ey. Mal sehen. Das funktioniert tatsächlich. Ich fasse es nicht. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als mein. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Pussy. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Gut, gut, gut. Komm zu Papa. Hab sie. Arme Zahnbürste. Sie wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Oh. Rufus, nein. Also. Seitenschneider, warum auch immer, check. Zweimal. Proviant, check. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Zahnbürste, check. Socken, check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ganz ehrlich, die würde ich nicht mehr in meinen Mund stecken. Ich finde Zähneputzen mega wichtig, ne? Aber die würde ich nicht mehr in meinen Mund stecken. Und wenn er auf Elysium ist, dann kann er sich eh die Zähne putzen. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Socken sind überbewertet. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Oh. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Na klar. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen.